So, hallo und herzlich willkommen in Evelyn ihrer Küche. wir testen selbstgemachte Outdoor-Trockennahrung. Ne? Also das Resultat soll sein, dass wir was wollen aus echten Zutaten, was wie so eine Tütenmahlzeit quasi zuzubereiten ist. Sprich, wir packen so lange reale Lebensmittel zusammen in eine gewisse Mischung, bis diese Mischung, wenn man sie in eine Tüte verpackt und Wasser dazu gibt, ein fertiges Gericht gibt. So, und wir experimentieren jetzt derzeit gerade mal ein bisschen. Das aktuelle Gericht nennt sich Couscous mit Ben-Gemüse. Soll heißen, Couscous mit Gemüse, das dem Ben auch schmeckt. Und wenn der Ben den Hut auf hat, dann sieht man ihn nicht, weil er dann zu wenig Licht abbekommt. Ich muss so, jetzt sieht man mich besser. So, das Resultat ist dieses Glas. Und da müssen wir kurz die Kamera... Tada! Ja, das ist jetzt, seht ihr gleich, unsere Mischung Nummer 1. Die wird jetzt testhalber mal getestet. Und hier könnt ihr jetzt sehen, kurz die Zusammensetzung unserer Mischung Nummer 1. Ne? So. Jetzt hat le. Da ist also drin, ich lese es nochmal vor für die Lesefaulen. 125 Gramm Couscous, 9 Gramm getrocknete Karotten, 7 Gramm getrocknete Zwiebeln, selbst getrocknet, beides, 15 Gramm Sahnepulver, 12 Gramm Eipulver, 6 Gramm Mehl, naja, circa 1 Gramm Petersilie, es ist nicht ganz 1 Gramm getrocknet, wohlgemerkt, und ein bisschen Salz und Pfeffer. Das Ganze wiegt 175 Gramm insgesamt, wäre also eine Portion für eine Person, so dass ich es gedacht. Ist so eine große Tüte von diesen Trekking-Mahlzeiten, wiegt ja auch ungefähr 175 Gramm, also Inhalt, ohne Verpackung. Teilweise sind sie ein bisschen leichter, aber dafür kommen wir hier mit diesem Essen dann auf 700 Kalorien. Also es ist alles so ungefähr in dem Rahmen, wie man es auch von Track and Eat, Mountain House und so weiter und so fort ungefähr kennt. Ne? Das Resultat, wie gesagt, ist erstmal in dieser Schüssel. Und der nächste Schritt wird jetzt sein, dass wir das hier jetzt tatsächlich einfach mit heißem Wasser quasi aufgießen und mal gucken, ob da was Essbares rauskommt. Und falls das Resultat ziemlich widerlich sein sollte, werden wir entsprechende Anpassungen vornehmen. Wenn wir dann feststellen, okay, da ist viel zu viel, was auch immer drin, dann sehen wir das ja und dann werdet ihr informiert, wie das Resultat erstmal aussieht und was dann noch gegebenenfalls an Anpassungen gemacht werden kann. Das Problem ist jetzt nur, wir würden jetzt gerne so lange rumexperimentieren, bis das klappt. Aber leider haben wir nicht mehr getrocknete Zwiebeln und nicht mehr getrocknete Möhren. Da müssten wir erst noch welche trocknen. Und da das eine Weile dauern wird, müssen wir dann mit dem Ergebnis leben, was wir jetzt nach unserem einen Versuch quasi bekommen. Und ihr wisst dann ja, wie man es nicht macht, im Zweifelsfall. Ja, oder es klappt. Das kommt gut. Ja. So, wir haben es jetzt in die Rührschüssel überführt. Ne? Hier könnt ihr sehen, und da sieht man jetzt auch schön das Gemüse. Das sind also quasi gedörrte Karottenscheibchen mit gedörrten Zwiebelringen. Ist circa eine halbe Zwiebel und eine ganze Karotte. So, und da kommt jetzt... Wir haben uns jetzt mal lange überlegt, wie viel Wasser wir da reinmachen. Das sind jetzt 275 Milliliter, was hier jetzt gerade kommt. Weil mehr Wasser kann man dann immer noch reinmachen. Weniger wird schwierig. Und jetzt, ich rühre mal. Das müsst ihr jetzt nicht angucken, das ist nur Rühren. Also die Farbe ist ja jetzt noch nicht so appetitlich. Dann stellen wir fest, dass das Ei ein wenig zur Klumpenbildung neigt. Das ist aber normal, das macht das immer. Also dieses Eipulver an sich, ne, das kann man am besten zubereiten, indem man es wirklich eine ganze Weile mit Wasser anrührt. Und das dauert ein Weilchen, bis man die Klümpchen raus hat. Und dann hat man quasi eine Masse, die an Rührei-Teig erinnert. Und das, jetzt wollen wir den Deckel und lassen was ziehen. Bist du sicher, dass du nicht noch mehr rühren willst? Ja. Na gut. Also Deckel drauf, ziehen lassen. Wir schätzen, dass das ungefähr... Wie lange muss ein Couscous ziehen? Das müsste ich lesen. Lies mal. Einen Moment. Sie liest. 5 bis 10 Minuten quellen lassen. 5 bis 10 Minuten. Wir melden uns in 5 bis 10 Minuten. Also momentan sieht das so aus, nach circa 5 Minuten. Ja, so 4 bis 5 Minütchen etwa.
Und wir haben uns entschieden, da das Ganze noch ein bisschen sehr fest ist, machen wir noch ein bisschen heißes Wasser dazu. Und die erste Anpassung, die wir überlegen, wäre ein bisschen weniger Ei. Aber die eigentliche Verköstigung, jetzt Evelyn hat bisher nur den Löffel abgeschleckt, folgt dann gleich. Wir lassen es jetzt noch ein klein wenig ziehen. Dass Couscous so aussieht, ist aber schon mal relativ normal. Also da ist jetzt keiner überrascht. Die Möhrchenstückchen sind ja schon auch ein bisschen gezogen. Also ja, die sind schon etwas. Schon wieder normal. Etwas, ja. Noch ein bisschen Wasser? Auch noch ein bisschen Wasser. Reicht. Okay. Und dann geben wir dem Ganzen nochmal 3 Minuten. Zeit hat man ja draußen genug. Es ist ja im Grunde egal, ob das 5 Minuten oder 10 Minuten zieht. Darauf kommt es ja nicht an. Ich bin ja der Meinung, man könnte da theoretisch noch ein bisschen Käse dran schmeißen. Das wollen wir aber beim anderen Gericht ausprobieren. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal so ohne. So, und tschüss. Der historische Moment ist gekommen. Wir machen Couscous-Tasting. Das mit dem Hut ist voll unpraktisch bei diesem Licht. Ja, ich habe hier die Schüssel. Ihr könnt erstmal in die Schüssel gucken. Wartet. Tada! Also so sieht das jetzt aktuell aus. Das lassen wir jetzt auch so. Finde ich jetzt nicht unattraktiv. Ne? Aber ja, schauen wir mal. So, ich bin jetzt todesverachtend und nehme jetzt mal einen Löffel nur Couscous, ohne die Innereien. Also man merkt, dass wir halt kalorienerhöhende Bestandteile reingehauen haben, also Fett auf gut Deutsch. Aber ansonsten schmeckt das eigentlich nicht schlecht. Für meinen Geschmack noch ein bisschen mehr Salz und Pfeffer, das ist ja nicht das Problem. Salz und Pfeffer kann man ja dann auch vor Ort eben entsprechend draußen noch nachwürzen. Ich probiere mal mit Möhrchen und Zwiebel. Beides sehr bissfest, aber kann man essen. Wir hatten eben noch überlegt, ob man nicht gegebenenfalls... Ah ja, das erzähle ich gleich. Also Gemüse ist definitiv knackig. Gemüse ist knackig? Aber man kann das schon essen. Aber geschmacklich echt nicht schlecht, oder? Lecker. Ja, ich würde auch sagen, also nicht schlecht bis lecker. Also ich bin ja positiv leichte Pfeffernote, ich bin auch positiv überrascht. Also ich glaube, am Grundrezept muss man da nicht mal großartig was drehen. Für meinen Geschmack noch ein kleines bisschen mehr Salz und Pfeffer, aber ansonsten ist das echt in Ordnung. Ein bisschen mehr Salz und Pfeffer ist okay für mich. Okay. Na gut, man könnte, das hat man ja eh dabei. Das kann man ja jeweils selber entsprechend abschmecken, ja. Das ist jetzt nicht die Schwierigkeit. Ja, also dann könnt ihr das Grundrezept, wir haben es euch ja gezeigt, potenziell so mal ausprobieren und nach eigenen Bedürfnissen noch entsprechend anpassen. Ja, und die Überlegung war jetzt halt eben, ob man gegebenenfalls hingeht und das Gemüse, damit das halt eben weicher wird, vorher noch ein bisschen wässert. Das heißt, man müsste also quasi ein Extratütchen mit Gemüse machen. Der Nachteil, man hat halt nochmal ein bisschen mehr Verpackung. Ein winzig kleines Gemüsetütchen, zum Beispiel innerhalb des sonstigen Gerichtstütchens, was man sich so herrichtet, das wäre eine Option. Weil man kann sie gut beißen. Ja, sagst du. Also da sind wir uns ja geteilter Meinung. Mir wäre das lieber, ich hätte das Gemüse gerne etwas weicher. Evelyn stört es nicht. Ja. Wir haben doch Zähne, wir sind doch keine Omas und Opas. Noch nicht. Ohne Zähne. Noch nicht. Ah. Dadurch, dass das natürlich noch entwässert ist, schmeckt die Möhrenstücke schmecken zum Beispiel sehr möhrig. Also richtig karottig. Erinnert so ein bisschen an wilde Möhre, wer die mal probiert hat und irgendwo aus dem Wald ausgebuddelt. Sehr karottig. Aber ist echt gut, ja. Ja, doch. Also nach mehreren Löffeln. Und es gibt auch eine richtig große Portion, also einfach die Menge. Das muss man erstmal alleine essen, diese Schüssel. Ne? Also, die Couscous stopft. Das gibt halt wirklich viel. Du hast halt echt das Gefühl, du hast einen riesen Haufen Futter, ne? Weil das halt so wahnsinnig aufquillt. Gut, das sind auch 700 Kalorien. Ja, schon, aber ja, also doch. Schmeckt. Daumen nach oben. Also nicht dem Video unbedingt ein, ich bettel nicht um Daumen, aber von uns für dieses Gericht. Cool, das ist übrigens wirklich unser Abendessen, also die eine Hälfte davon. Wir machen jetzt noch ein zweites Gericht,
Das gibt ein extra Video. Bis zum nächsten Mal.